Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir haben ja ein neues inoffizielles Crewmitglied, nämlich unseren Geth-Roboter. Mit dem werden wir gleich noch quatschen. Davor möchte ich aber gerne noch mit Samara und mit Miranda quatschen, nachdem sie gerade in der Nähe sind. Und dann schauen wir doch mal, was sie so zu sagen haben. Als erstes Miranda, bei der bin ich jetzt gerade. Und da geht es um die verlorene Tochter. Also, schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Shepard. Ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Was ist los? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Und vermutlich hat er sie wieder aufgespürt, richtig? Mein Vater hat es aufgegeben, mich zu verfolgen. Und er ist nicht dumm. Mit Cerberus würde er sich nie anlegen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Und warum erzählen Sie mir diese Familiengeschichte? Die Leute meines Vaters suchen seit Jahren nach meiner Schwester. Ich glaube, dass sie sie jetzt auf Ilium gefunden haben. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Das ist sogar sehr praktisch, weil nach Ilium müssen wir sowieso nochmal, um zu schauen, was da noch passiert ist. Das ist die, warte mal. Ja, genau. Das mit den gestohlenen Waren. Das ist sehr gut. Passt. Dann gehen wir mal zu der anderen. Die ist gerade hier hinten. Ich meinte, das ist hier. Yes, Samara. Ist eigentlich noch schön hier. Schläfst denn du eigentlich? Hm. Okay. Ich bin froh, dass ich mich ihrem Team angeschlossen habe. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Wenn es soweit ist, werde ich alles tun, was notwendig ist. Sie sind ein wichtiges Mitglied der Crew, Samara. Es ist mir eine Ehre. Aber es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Eine Adat Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Okay, also hier kann Sex nur wirklich gefährlich werden. Ja, also gut, sie ist gefährlich. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Klingt in der Tat sehr interessant. Und ja, das würde ich mal ansehen. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur. Dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Was? Okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Shepard. Ich nehme es nicht an. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten.
Hey, Moment mal. Sie sollen mich nicht mitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Ja, aber es hat doch geheißen, festnehmen, nicht töten, aber... Ja, gut. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeihen Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morinth finden. Ja, okay, alles klar. Also auf das werde ich mich auch schon mal freuen. Und dann schauen wir da mal bei unserem Roboterfreund vorbei. Der ist hier hinten. Ich war so frei und habe schon mal geguckt, wo er ist. Im Serverraum. Wo geht's denn da hin? Okay. Ich frage mich gerade, wie schlau das ist, ihn im Serverraum zu lagern, aber ja. Achtung! Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Bisher wollte mir jeder Geth, dem ich begegnet bin, den Kopf wegballern. Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet. Auf der alten Maschine wiederentdeckt. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Dann würde ich nur noch gerne wissen, wie ich Sie ansprechen soll. Geth. Ich meinte Sie, als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ja, das passt. Bibel der Christen, Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren.
erwarten den Datenaustausch. Das war's? Mehr Infos und Shepard, so? Shepard, Commander. Ja, ich bin gerne ein bisschen weiter. Ich habe Fragen über die Geth. Spezifizieren Sie. Wir müssen jeden verfügbaren Vorteil nutzen, damit diese Mission erfolgreich ist. Gibt es irgendeine Technologie, die die Geth mit uns teilen kann? Gemeinsame Entwicklung innerhalb bestimmter Grenzen ist zulässig. Für den Download relevanter Daten brauchen wir allerdings Zugriff auf Ihr ULG-Kommunikationssystem. Ich spiele mal auf Risiko. Mal schauen, ob das schief geht. Edie, lassen Sie Legion mal eine Minute lang durch die Firewall. In Ordnung, Shepard. Okay. Panzerung wird's. Ja, scheiße, da kann ich natürlich nichts machen. Du auch nicht. Gef, Präzisionsgewehr. Das will ich. Aber warum ist das Gespräch jetzt schon wieder beendet? Ich habe Fragen. Soweit waren wir schon. Untersuchen Sovereign und die Geth-Regierung. Geth und sprechen, ja. Ich bin überrascht, dass sie sprechen können. Die Geth, die ich bisher bekämpft habe, haben nur irgendwas gestottert. Wir bevorzugen direkten digitalen Transfer. Die Netzwerkkommunikation der Geth erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. Die Hardware der Menschen unterstützt diese Methode nicht. Ihre analoge Kommunikation auf Schallbasis ist ineffizient. Haben Geth eine Regierung? Nicht in ihrem Sinne. Wir alle sind Geth. Wir bilden einen Konsens. Das machen die meisten Regierungen. Regierungen organischer Wesen zwingen einen Konsens auf. In Autokratien sogar den einer einzelnen Person. In Demokratien entsteht er durch Kodierung des kleinsten gemeinsamen Nenners aller kursierenden Meinungen. Und was ist bei den Geth anders? Daten werden von allen Geth geteilt. Sämtliche Sichtweisen werden berücksichtigt. Konsens entsteht durch Verbreitung von Daten. Das dauert bestimmt recht lang. Bei organischen Wesen würde es das. Aber wir kommunizieren mit Lichtgeschwindigkeit. Hat die Sovereign die Geth kontaktiert oder haben sie nach ihr gesucht? Nazara, das, was sie Sovereign nennen, hat uns ein Signal übermittelt. Genau wie die Geth hörte die alte Maschine die Funksprüche der organischen Wesen ab. Sie wusste von unserem Krieg gegen die Schöpfer. Nazara hat auf der Suche nach Verbündeten über die Jahrtausende viele Spezies kontaktiert. Wie haben Sie die Sovereign genannt? Nazara. So haben sich die Programme innerhalb des Reaper selbst bezeichnet. Der Name Sovereign kam von Saren Atarius. Saren und die Heretics betrachten Nazara als obersten Herrscher, als Souverän. Die Sovereign war nur ein Schiff. Und Sie behaupten, im Inneren hätten sich mehrere Programme befunden? Ein Schiff, ein Wille, viele Bewusstseine. Wie die Geth. Wir haben Ihre Aufzeichnungen studiert. Die Sovereign hat Ihnen das auf Ilos gesagt. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Ein Zustand, der die Geth fasziniert. Wir sind auch eine Nation, aber nicht unabhängig. Getrennt zu sein, ist unsere Schwäche. Einige der Geth haben sich der Sovereign angeschlossen, die Heretics. Die Heretics haben ihre Technologie angenommen. Die alten Maschinen haben uns eine Zukunft angeboten. Die Geth werden ihre Zukunft aber selbst erschaffen. Welchen Unterschied macht es, auf welche Weise man eine bestimmte Technologie erhält? Technologie ist keine gerade Linie. Viele verschiedene Wege führen zum Ziel. Die Annahme des Weges eines anderen macht einen blind für Alternativen. Nazara, die Sovereign, hat das selbst gesagt. Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale, unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Ich muss zurück an die Arbeit. Zur Kenntnis genommen. war ein interessantes Gespräch. Wirklich gut. Gut, aber ich dachte, da wird noch ein bisschen mehr passieren.
Was wir jetzt nochmal machen könnten, ist, wir gehen nochmal ins Tagebuch. Tain, Tali, Mordin, Check. Eigentlich können wir mit allen mal ganz kurz quatschen. Moment mal. Mit dir, glaube ich, war ja nichts, ne? Das ist ja der Doktor hier. Da hinten ist Garrus, der quatscht mit mir aber nicht. Also beziehungsweise nur des Standardzeugs. Und ich glaube, hier rechts ist noch jemand. Oder? Ja, genau. Kasumi. Aber mit Kasumi haben wir nichts. Oder? Nö. Alles klar. Life Support. Wer ist denn hier denn? Ah, Tain. Quatsch mal mit ihm mal. Shepard. Ich hörte, Sie wollen mich sprechen. Ja, und jetzt, wo Sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Da wir jetzt darüber reden, muss er wohl Kontakt mit Ihnen aufgenommen haben. Nein, hat er nicht. Aber in meinem Zustand, ich habe über mein Leben nachgedacht, gegeneinander aufgewogen, was ich hinzugefügt und was ich weggenommen habe. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis Sie mich brauchen. So viele Familienprobleme hier. Okay, aber zur Citadel sollte man eh auch nochmal. Und ich wollte ja nochmal shoppen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Tali, Mordin und Jack. Jacko. Okay. Das glaube ich waren jetzt hier alle. Mal mit dem Lift. Wer ist unten? Tali, Jack. Ja, passt. Auswählen. Jetzt geht aber erst bei der Suche los. Gehen wir erstmal mal hier rein. Said. Hier können wir nämlich nichts, ne? Nö. Gehen wir wieder. Ciao. Wer ist noch mal unten gewesen? Ich glaube, das war unsere super Verrückte. Ah, Jack. Moin. In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte, hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder, sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau.
Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pravia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ich weiß nicht, ob das das Problem löst. Find's jetzt irgendwie nicht so geil. Also, ihr Jack, mal das. Sie müssen sich davon lösen. Es macht sie völlig fertig. Ja, toller Ratschlag. Aber ich bin schon seit Jahren völlig fertig. Und schuld daran sind die. Ich kann das alles nur dann hinter mir lassen, wenn ich sehe, wie es niederbrennt. Ja, gut. Ich lasse Kurs auf Pravia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Aber ich glaube, das wäre ja dann abtrünnig, wenn wir hier einfach die Anlage sprengen. Okay. Warum habe ich jetzt da nur Vorbild... Nee. Ich hinterfrage es gar nicht. Okay, Tali. Ich soll Panner quatschen. Ich habe ein Problem und brauche vielleicht Ihre Hilfe. Aber erst muss ich Sie noch etwas fragen. Ich muss wissen, ob ich Ihnen trauen kann. Die Sache könnte etwas mit der Sicherheit der Flotte zu tun haben. Cerberus darf sich nicht einmischen. Wenn du wüsstest, wie viele Probleme es auf dem Schiff gibt. Aber okay. Sie haben mein Wort darauf. Falls nötig, kontaktiere ich den Unbekannten und sage ihm, dass er sich raushalten muss. Wozu? Er würde Sie anlügen. Es von Ihnen zu hören reicht mir. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. Ja, das klingt eigentlich recht einfach. Und nachdem wir ja das Portal zerstört haben, haben wir jetzt eigentlich ganz gut Zeit. Okay, wer fehlt denn jetzt noch? Mordin. Und Jacob. Mordin und Jacob. Wo seid ihr? Gehen wir mal ganz kurz im Lift, da steht sie ja drin. Mordin und Jacob. Da mal nicht. Ah! Deck 2. Alles klar. Ah, ich weiß, wo Jacob ist. Aber Mordin weiß ich jetzt gerade nicht. Da ist mein Jacob. Moin Sen. Erzähl mal von deinem Problem. Commander, tut mir leid, ich hatte seit dem Start noch keine Zeit, mich bei Ihnen zu melden. Freut mich, dass ich an Bord sein darf. Und ich muss mich entschuldigen. Ich bin wegen einer persönlichen Sache ein wenig unkonzentriert. Aber es wird meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden.
Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles außer seine Leiche begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Klingt aber dezent ein bisschen fishy, wenn es direkt an seine Konsole gegangen ist. Ich glaube, wir sollen da eigentlich aus einem anderen Grund hin. Ah, da ist Modin. Okay, alles klar. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Wissen Sie, was die Genophage ist? Ein Virus der Salarianer, das dazu geführt hat, dass bei den Kroganern nur eine von 1000 Schwangerschaften zu einer Lebendgeburt führt. Richtig. Virus wurde vor 1000 Jahren freigesetzt. Kontrolliert seitdem die Kroganer-Population. Alles Allgemeinwissen. Aber ich weiß mehr. Die letzten Kroganer-Generationen weisen Zeichen von Anpassung auf. Genophage verliert an Effektivität. Klingt, als gäb's was zu feiern. Die Kroganer haben die Chance, sich endlich von dem zu erholen, was ihnen angetan wurde. Nein, Kroganer zu kriegerisch, Kultur verloren. Bevölkerungswachstum würde jetzt zu mehr Aggression und mehr Krieg führen. War Leiter eines Teams, erstellte neue Version der Genophage. Setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Kroganer-Population wurde wieder stabilisiert. Die erste Genophage war ein Fehler und fast ein Kriegsverbrechen. Wie konnten Sie das ein zweites Mal tun? Genau die befürchtete Reaktion. In kleiner Zahl sind Kroganer mitleiderregend und tragisch. Galaxie bedauert Freisetzung der Genophage. Aber in großer Zahl Expansion, Aggression, Krieg. Kroganer zu gefährlich. Mussten aufgehalten werden. Erste Genophage war notwendig. Kulturelle Zersplitterung machte modifizierte Genophage sogar noch notwendiger. Wir sind nicht fertig, Morden. Sie können nicht einfach so eine Bombe fallen lassen und dann weggehen. Können Ethik später besprechen. Gibt dringendere Fragen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Was Sie und Ihr Freund getan haben, ist unverzeihlich. Mir ist egal, was die Kroganer mit ihm anstellen. Kurzsichtig. Was ist mit politischen Bedenken, wenn Projekt bekannt wird? Zorn der Kroganer, möglicher Kriegsausbruch. Zumindest Untersuchungen anstellen, mit Erdnut-Clanführer auf Tuchanka reden. Oder Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Ihre Entscheidung, Commander. Werde nicht weiter drängen. Ganz schwieriges Thema. Und nein, ich möchte das eigentlich nicht unterstützen. Ich verstehe auch seinen Punkt mit der Genophage. Aber nee, das kannst du einfach nicht bringen. Nee. Okay. Ich glaube, das wären dann halt alle Gespräche hier vom Schiff gewesen. Das ist alles neu jetzt hier. Ja, das nächste wäre... Vorgänger, Vulkanstation. Okay. Gut, ich würde sagen, ich gehe noch mal ein bisschen farmen und gehe da mal zum Museum hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Ich wünsche euch was. Heute haben wir dafür meine ganzen Gespräche auf dem Schiff hinter uns gebracht. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.